Ein Lichtblick für Millionen. Im Dezember, früher als von vielen erwartet, gibt es bei uns die erste Zulassung für einen Covid-19-Impfstoff. Auch in Deutschland wird jetzt geimpft. Ermöglicht hat das der Erfolg des deutschen Unternehmens BioNTech. Monatelang haben Forscher auf der ganzen Welt in Rekordzeit Impfstoffe entwickelt. Nun stehen mehrere Präparate bereit, nach weniger als einem Jahr Pandemie. Fast 2 Millionen Menschen sind bislang an der Infektion gestorben. Werden die Impfstoffe der Menschheit den Weg aus der Pandemie weisen? Die Operation Impfstoff. Eine Jahrhundertaufgabe, die in der Geschichte beispiellos ist. Denn die Herausforderungen sind gigantisch. Der Virus agiert global. Und wenn man es nicht schafft, alle Bevölkerungsgruppen weltweit zu impfen, dann wird dieser Virus immer da sein. Viele Industriestaaten haben sich für dieses Jahr bereits Millionen von Impfdosen gesichert. Doch was ist mit den ärmeren Ländern? Die Vorstellung, dass man zuerst sich selbst schützt und sich dann erst um die anderen kümmert, ist natürlich egoistisch. Aber vor allem ist sie töricht. Das funktioniert nicht. Diese Pandemie ist nicht vorbei, bevor sie nicht auf der ganzen Welt vorbei ist. Pandemie bedeutet, das geht über Grenzen hinweg. Und sie wird also zu uns zurückkommen. Und wenn man die Pandemie wirklich bekämpfen will, dann muss man das so tun, dass man es weltweit macht. Wie können wir mit den Impfstoffen die Corona-Pandemie in diesem Jahr in den Griff bekommen? Mainz, Deutschland. Hier ist der Hauptsitz einer Biotech-Firma, die bis vor einem Jahr nur Eingeweihten ein Begriff war. Denn das Startup BioNTech ist vor allem für innovative Medikamente gegen Krebs bekannt. Schon im Januar 2020, kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie, stoppte Firmengründer Ugur Şahin die übrige Forschung und mobilisierte alle Kräfte für ein neues Ziel. Einen Impfstoff gegen das Virus. Als eines von wenigen Kamerateams können wir hier im Herbst drehen. Wir haben als Ziele 3 Ziele definiert. Wir haben gesagt, wir brauchen Kandidaten, die wirklich eine sehr starke Immunantwort sind. Wir müssen die klinischen Studien durchführen, die dann die Verträglichkeit und Wirksamkeit zeigen. Und die 3. Zielsetzung ist, dass wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung stellen. Kurz nach den Zulassungen in Europa und den USA wird fieberhaft daran gearbeitet, noch größere Mengen herzustellen. Denn alle wollen ihn haben. Den Impfstoff mit der neuartigen Technologie namens Messenger-RNA. Enthalten ist ein Bauplan für ein Virusprotein. Der Körper lernt dagegen, Antikörper zu bilden. Um so schnell wie möglich zu sein, führte Şahin einen 7-Tage-Schichtbetrieb ein. Erreichte, dass Zulassungsbehörden Corona-Impfstoffe vorrangig prüfen. Wir haben unser Projekt Lichtgeschwindigkeit oder Lightspeed genannt. Wir haben aber auch definiert, dass wir keine Abkürzungen gehen wollen, sondern wir möchten einfach schnell sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren, aber wir lassen keine Schritte weg. Um bereits während der Entwicklung mit der Produktion des Impfstoffes beginnen zu können, arbeitet BioNTech mit dem amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer und dem chinesischen Produzenten Fosun zusammen. Normalerweise würde man die Herstellung dieser Impfstoffe nach hinten legen und erstmal überprüfen, ob man überhaupt einen aktiven Impfstoff hat. Wir sind das parallel angegangen. Das heißt, wir haben hier Partnerschaften aufgebaut, die uns erlauben, den Impfstoff herzustellen und auch bereitzustellen, egal wo auf dem Planeten. Außer BioNTech sind es weltweit um die 200 Forschergruppen, die seit Januar 2020 an einem Impfstoff gegen Covid-19 forschen. Neben Amerikanern und Europäern beteiligen sich unter anderem auch Forscher aus China, Russland und Australien am Wettrennen. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes Jahre. Aber so lange kann die Menschheit diesmal nicht warten. Regierungen pumpen Milliarden in die Forschung. Wir werden bald die Apotheke der Welt sein. Die Nummer 1 in der Herstellung von Medizinprodukten.
deshalb haben wir die Aufgabe, weltweit gemeinsam zu handeln. Die Jagd nach dem Impfstoff wird zum globalen Machtkampf, zur Propagandaschlacht. Wir haben es fast geschafft. Schon vor Ende des Jahres werden wir einen Impfstoff präsentieren. Nie zuvor stand die medizinische Forschung derart im Fokus der Weltöffentlichkeit. Und nie war der Druck auf die Wissenschaftler größer. San Diego, Südkalifornien. In einem Gewerbegebiet befindet sich die Forschungsabteilung eines Start-ups, das ebenfalls an einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus arbeitet und vom US-Verteidigungsministerium mit Millionen unterstützt wird. Inovio. Ausnahmsweise dürfen wir hier drehen und mit der Leiterin der präklinischen Forschung sprechen. Katharine Schultheiß, einer Deutschen aus Brandenburg. Ich würde sagen, 2020 ist auf jeden Fall das aufregendste und, glaube ich, auch motivierendste Jahr, das ich in meiner Karriere erlebt habe. Das ist genau das Szenario, auf das wir in der Vergangenheit versucht haben, uns vorzubereiten. Ein neues Virus taucht auf und wir können darauf als wissenschaftliche Gemeinschaft schnell und effektiv antworten. In den ersten Monaten arbeitete das Team von Katharine Schultheiß 7 Tage die Woche. Unter ungewöhnlichen Bedingungen. Also, dass im Moment wohl alles rund um Covid-19 stark politisiert ist, ich glaube, das geht auch an uns nicht spurlos vorüber. Für meine Arbeit versuche ich das auszublenden und es spielt ehrlich gesagt auch keine große Rolle, denn die verschiedenen Schritte, die wir hier durchlaufen müssen, die müssen gemacht werden und wir können da kaum Abkürzungen nehmen. Also den politischen Druck, den spüren wir, aber ich würde sagen, der spielt für die tägliche Arbeit eine untergeordnete Rolle. Wissenschaftliche Leiterin bei Inovio ist die Schottin Kate Broderick. Sie hat den Impfstoffkandidaten maßgeblich entwickelt. Einerseits fühle ich mich geehrt, potenziell einen Beitrag bei der Bekämpfung dieser furchtbaren Pandemie leisten zu können. Aber es ist natürlich auch eine riesige Verantwortung. Inovio setzt auch auf einen neuartigen Ansatz, einen DNA-Impfstoff. Er enthält keine Bestandteile des Virus, sondern, ähnlich wie der Impfstoff von BioNTech, lediglich den Bauplan für ihre Zusammensetzung. Bisher gibt es auf der Welt noch keinen zugelassenen Impfstoff, der auf dieser Technologie beruht. Der Vorteil bei dieser Art von Impfstoffen ist einmal, dass sie sehr schnell entwickelt werden können. Alles, was wir brauchen, ist die genetische Sequenz des Virus. Zum anderen ist DNA ein sehr stabiles Molekül. Hitze ist daher kein Problem für den Impfstoff. Wir brauchen deshalb keine sehr kalten Temperaturen, um den Impfstoff zu lagern oder zu transportieren. Bis Inovios Impfstoff zugelassen wird, falls es soweit kommt, wird es allerdings noch Monate dauern. Gerade hat erst die 2. klinische Testphase begonnen. Damit ist Inovios Impfstoff einer aus der 2. oder gar 3. Reihe. Kate Broderick macht sich aber keine Sorgen, dass er zu spät kommen könnte. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unser Impfstoff gegen Covid-19 bei der Bekämpfung dieser Pandemie eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und ich bin überzeugt, dass wir bei knapp 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten eine breite Auswahl unterschiedlicher Produkte brauchen werden. Dennoch, der Druck ist enorm. Dazu das politische Dauerfeuer. Es wächst die Sorge, dass wissenschaftliche Sorgfalt und Sicherheit über Bord gehen könnten. Russland lässt einen Impfstoff vorläufig zu, obwohl die wichtige Phase-3-Prüfung an mehreren tausend Probanden bisher fehlt. Das widerspricht dem internationalen Vorgehen.
Auch China lässt Militär und medizinisches Personal mit 2 Präparaten impfen, obwohl die klinischen Tests noch nicht abgeschlossen sind. In den USA finanziert Donald Trump Unternehmen mit dem milliardenschweren Warp-Speed-Programm, um amerikanischen Herstellern die Pole-Position zu sichern. So etwas gab es nicht mehr seit dem Bau der Atombombe. Am Ende entscheiden BioNTech und Pfizer das Rennen, zumindest in der westlichen Welt, für sich. Diese Bilder schreiben Geschichte. Anfang Dezember wird nach der Notfallzulassung in Großbritannien die 90-jährige Margaret Keenan als erste mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft. Es ist passiert. Und es wird hoffentlich andere Menschen ermutigen, dasselbe zu tun, damit wir diese schreckliche Sache loswerden. Auch die Behörden in Kanada und den USA geben dem Impfstoff grünes Licht. $200 Millionen Dosen haben die Unternehmen bereits an die USA ausgeliefert. Bis zum Juli sollen weitere 70 Millionen folgen. Kurz vor Weihnachten erhält ein zweiter Impfstoff die Zulassung in den USA. Von der Firma Moderna. Ebenfalls ein mRNA-Präparat. Die beiden mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna schützen nach Herstellerangaben zu 95% bzw. 94% vor der Erkrankung. Und ein dritter Impfstoff hat gerade in Großbritannien die Zulassung bekommen. Der sogenannte Vektor-Impfstoff der Universität Oxford und der Firma AstraZeneca. Er verhindert zu 70% eine Erkrankung. Auch das ein deutlich höherer Wert, als für eine Zulassung erforderlich wäre. Aber trotz dieser ermutigenden Zahlen ist auch eins klar. Am Anfang wird es bei weitem nicht genügend Impfstoff für alle geben. Wer soll, wer darf als erstes geimpft werden? In Deutschland Alte und Kranke. Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, hat die Leitlinien dafür mit ausgearbeitet. Wir haben das Alter nicht als einen Vorzugsfaktor als solchen genommen und gesagt, also wir spielen jetzt hier irgendwie die Generationen gegeneinander aus, sondern es ist tatsächlich so, dass die Daten ganz klar zeigen, das Alter ist der stärkste Risikofaktor. Und es gibt Gruppen, beispielsweise sehr alte Menschen in Pflegeheimen, die haben viel hundertfach erhöhte Risiken im Vergleich beispielsweise zu mir. Nach dem Gerechtigkeitsprinzip sollen diejenigen als Erste geschützt werden, die am meisten gefährdet sind. Aber wäre es nicht klüger, auch besonders junge Menschen früh zu impfen? Immerhin haben sie die meisten Kontakte. Wir wissen ja noch nicht ganz sicher, ob diese Impfungen überhaupt die Übertragung unterbinden. Wenn wir ganz sicher wüssten, das wissen wir aber noch nicht, dass ich, sobald ich geimpft bin, auf gar keinen Fall mehr das weitergeben kann, dann hätte man schon auch darüber nachdenken können, ob man die Gruppen mit den stärksten Kontakten etwas früher impft. Da hat aber auch die Ständige Impfkommission klar gesagt, wenn noch mehr Wissen hinzukommt oder auch wenn andere Impfstoffe noch zugelassen werden, die vielleicht andere Eigenschaften haben, muss man noch mal adjustieren. Aber sind in Deutschland überhaupt alle bereit, sich impfen zu lassen? Radikale Impfgegner und Querdenker machen seit Monaten Stimmung dagegen, befürchten eine Impfdiktatur. In repräsentativen Umfragen sank im letzten Jahr die Bereitschaft der Deutschen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Während im April noch 70% Ja zu einer Impfung sagten, waren es Ende November nur noch 57%.
Experten sagen, für eine Herdenimmunität müssten sich etwa 60-70% der Menschen impfen lassen. Um ganz ehrlich zu sein, was mich nachts wach hält, ist nicht die Produktion eines sicheren Impfstoffes. Ich war immer sicher, dass die wissenschaftliche Community dieses Problem lösen wird. Schlaflose Nächte dagegen bereitet mir der Gedanke, dass sich nicht genügend Menschen impfen lassen. 2020 sank die Impfbereitschaft in vielen Industriestaaten, auch in den USA. Ich traue der Sicherheit der Impfstoffe nicht ganz. Als Erste würde ich mich nicht impfen lassen wollen. Ich bin nicht wirklich scharf darauf, mich impfen zu lassen, aber wenn es nötig ist, tue ich es. Und ich vertraue darauf, dass die Virologen und Epidemiologen das Richtige tun und dass keine bösen Absichten hinter dieser Eile stecken. Ich traue den Impfstoffen, die sie jetzt durchdrücken, ungefähr so viel, wie ich Sushi von einer Tankstelle traue. In den USA sagten im Juli 66% Ja zu einer Impfung. Die Zahl sank auf 50% im September und stieg dann wieder leicht an auf 63%. Um es ganz deutlich zu sagen, es ist nicht der Impfstoff, der Leben rettet, es ist die Impfung. Wenn zu viele sich nicht impfen lassen wollen, haben wir ein Problem. Wenn wir also tatsächlich nur 50% der Bevölkerung überzeugen können, sich impfen zu lassen, dann wird das nicht reichen, um das Virus auszurotten. Zurück in Deutschland. Bis zum Sommer soll in einer nie dagewesenen Impfaktion ein großer Teil der Bevölkerung Zugang zu einer Impfung bekommen. Wie würden die Menschen sich entscheiden, wenn sie jetzt geimpft werden könnten? Ich glaube, ich würde mich persönlich direkt impfen lassen. Aber man guckt natürlich erstmal vorher, wie es bei dem einen oder anderen geklappt hat, ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Aber ich glaube, ich würde es direkt machen, definitiv. Was ich davon halte, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich da impfen lassen soll oder nicht, ist alles so unklar. Ich denke, der ist ja auch gut getestet worden, so wie ich gehört habe. Es gibt natürlich immer Leute, die Nebenwirkungen haben. Das kann man nirgends ausschließen. Fakt ist, nie zuvor wurden Impfstoffe in so kurzer Zeit entwickelt. Was sonst Jahre in Anspruch nimmt, dauerte nun weniger als 12 Monate. Leif Sander von der Charité Berlin kann Sicherheitsbedenken daher verstehen. Also absolut berechtigt, sich darüber Gedanken zu machen, was ist mit einem Medikament, mit einem Produkt, was innerhalb so kurzer Zeit entwickelt wurde. Hat das alle nötigen Sicherheitschecks durchlaufen? Ist das mit derselben Sorgfalt entwickelt worden wie ein Medikament, was über 10 Jahre entwickelt wurde? Tatsächlich konnten Entwickler vielfach wertvolle Zeit sparen, weil sie auf vorhandene Grundlagenforschung zurückgreifen konnten, wie zum Beispiel fertige Impfstoffe gegen andere Coronaviren, wie etwa SARS und MERS. Ein anderer Punkt, wo Zeit gespart wurde, war zwischen den verschiedenen klinischen Phasen. Aber dazwischen sind normalerweise relativ lange Pausen. Dann guckt man sich erstmal in Ruhe die Ergebnisse an und überlegt, geht man damit überhaupt in die nächste Phase rein. Und all das lief quasi parallel ab. Von daher kann ich die Bedenken sehr gut verstehen, gerade wenn man sich nicht so intensiv mit den Prozessen beschäftigt hat. Aber ich glaube, dass die Sicherheitschecks schon robust sind. Aber trotz umfangreicher Tests bleiben Nebenwirkungen möglich. Wie hoch ist das Risiko im Vergleich zu dem einer Corona-Infektion? Wenn man sich tatsächlich anschaut, Personengruppen über 65, 70 Jahre, da steigt das Risiko dann schon relativ stark an, wenn man sich ansteckt, auch irgendwann auf einer Intensivstation zu landen und auch daran zu versterben. Wenn man die Chance hat, sich davor zu schützen, auf einer Intensivstation beatmet mit Luftröhrenschnitt und so weiter zu landen oder eventuell unbekannte, seltene Nebenwirkungen sich zu holen, dann ist, glaube ich, die Sache klar. Für einzelne Veranstaltungen oder Flüge diskutieren Firmen einen Impfnachweis. Eine grundsätzliche Impfpflicht hat die deutsche Regierung aber ausgeschlossen.
bei einer Erkrankung, bei der die Risiken so unterschiedlich sind, wäre eine Impfpflicht sehr, sehr schwer ethisch zu begründen. Ich halte das auch im Moment für eine Diskussion, die sich vermutlich erledigen wird. Denn ich glaube, die meisten Menschen werden sehr bald verstehen, dass das ein Weg ist, aus dieser Pandemie rauszukommen. Wir wollen ja alle irgendwann mal wieder normaler leben. Und das ist jetzt ein Weg. Und zwar ein Weg, mit dem wir gar nicht so früh gerechnet hatten. In Europa wird die Impfung trotz Startschwierigkeiten für viele Menschen im Jahr 2021 möglich sein. Doch solange das Virus in anderen Ländern grassiert, kann es von dort wieder überall hingetragen werden. Wie ist es möglich, die Weltbevölkerung von fast 8 Milliarden Menschen zu schützen? Um die Pandemie einzudämmen, muss der Zugang zur Impfung für jedes Land möglich und bezahlbar sein. Jetzt ist es wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Niemand ist sicher, bevor nicht alle davor sicher sind. Selbst wer das Virus in seinen eigenen nationalen Grenzen besiegt, bleibt ein Gefangener dieser Grenzen. Der Impfstoff von BioNTech allein wird dafür nicht reichen. Die Pandemie nimmt ja keine Rücksicht darauf, dass ob jetzt in welchem Land Immunisierungen stattgefunden haben, sondern es ist wichtig, dass wir eine durchgehende Immunisierung in allen Ländern schaffen. Und wenn wir jetzt den Impfstoff verfügbar machen, dann sind das in 2020 nur 100 Millionen Dosen. Das ist zwar eine enorme Zahl, aber es sind trotzdem nur 100 Millionen Dosen. Das ist nur ein Bruchteil der Bevölkerung. Kein Unternehmen kann das alleine lösen, sondern wir müssen da gemeinsam zusammenarbeiten und wir müssen uns gegenseitig auch unterstützen, dass wir möglichst schnell alle in der Lage sind, einen Impfstoff bereitstellen zu können. Eine Lösung könnte knapp 7000 Kilometer entfernt von Mainz liegen. Pune in Indien. Die 3 Millionen Stadt liegt im indischen Bundesstaat Maharashtra. 150 Kilometer südöstlich von Mumbai. Indien ist schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Fast 150.000 Menschen sind hier bereits am Virus gestorben. Die meisten hoffen auf die Impfung. Ich hoffe einfach, dass der Impfstoff schnell kommt und die Menschen wieder ausgehen und so sein können wie früher. Ich würde mich nicht sofort impfen lassen, weil man die Nebenwirkungen nicht kennt. Also ich wäre ganz sicher nicht unter den Ersten, die sich impfen lassen. Bei der weltweiten Versorgung mit Impfstoffen gegen Covid-19 könnte Pune eine entscheidende Rolle spielen. Denn hier sitzt der größte Impfstoffhersteller der Welt, das Serum Institute of India. Über 1,5 Milliarden Impfdosen stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben pro Jahr her. Die Pharmafirma hat sich vor allem auf die Versorgung von Schwellen- und Entwicklungsländern spezialisiert, für die Impfstoffe aus westlicher Produktion zu teuer sind. In 170 Ländern sind nach Angaben des Unternehmens Impfstoffe des Serum Institute im Einsatz. Nach monatelangen Anfragen konnte unser Team im Herbst hier drehen und mit dem wissenschaftlichen Leiter Umesh Shaligram sprechen. Unser Ziel beim Serum Institute of India ist es, den ganzen Planeten mit großen Mengen von Impfstoff zu versorgen. Wir kümmern uns um Bekämpfung von Krankheiten in Ländern mit sehr niedrigem Einkommen und ermöglichen gerechten Zugang zu Arzneimitteln für alle Menschen. In diesen Bioreaktoren werden sonst vor allem Impfstoffe gegen Tuberkulose, Polio, Masern und andere Kinderkrankheiten hergestellt. Jetzt hat das Unternehmen große Teile seiner Kapazitäten für Impfstoffe gegen das neue Coronavirus reserviert.
Die größte Herausforderung bei so einer Pandemie ist, dass große Mengen Impfstoff verlangt werden. 5 bis 7 Milliarden Dosen müssen in kürzester Zeit hergestellt werden. Um die erwartete Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen bedienen zu können, baut das Serum Institute gerade eine eigentlich für andere Impfstoffe bestimmte neue Fabrik für die Produktion von Corona-Impfstoffen um. Bei einer Pandemie fangen viele Hersteller bei Null an. Bis sie Produktionskapazitäten für Milliarden von Impfstoffen aufgebaut haben, ist die Pandemie vorbei und keiner ist mehr am Impfstoff interessiert. Das Serum Institute dagegen hat immer expandiert und Produktionsanlagen aufgebaut, um auf die Herstellung großer Mengen von Impfstoffen vorbereitet zu sein. Deshalb können wir mit solchen Pandemien umgehen. 5 verschiedene Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 sind derzeit in Pune in Produktion. Einer von ihnen ist der Vektorimpfstoff, den die Universität Oxford zusammen mit der Firma AstraZeneca entwickelt hat. In Indien läuft er unter dem Namen Covishield. Laut Vertrag, den das Serum Institute mit AstraZeneca abgeschlossen hat, werden die Inder 1 Milliarde Impfdosen von Covishield herstellen. Und zwar explizit für Entwicklungsländer und Indien. Bis jetzt haben wir zwischen 25 und 30 Millionen Dosen des Oxford-Impfstoffes hergestellt, auf eigenes Risiko. Und wir werden weiter 50 bis 60 Millionen Dosen pro Monat produzieren. Der Oxford-Impfstoff hat inzwischen in Großbritannien und auch in Indien die Notfallzulassung bekommen. Allerdings unter der Bedingung, dass das Serum Institute den Impfstoff zumindest in den kommenden Monaten ausschließlich an die indische Regierung verkauft. Indien hat sich dank seiner Industrie Impfstoffe gesichert. Aber wie viel bekommen andere Schwellen- und Entwicklungsländer? Die Hersteller AstraZeneca, BioNTech, Pfizer und Moderna geben an, dass sie 2021 zusammen eine Menge von 5,3 Milliarden Impfdosen produzieren können. Theoretisch würde das für etwa 3 Milliarden Menschen reichen. Also für ein gutes Drittel der gesamten Weltbevölkerung. Allerdings ist der größte Teil dieser Menge bereits reserviert. Allein die 27 Mitgliedstaaten der EU sowie 4 weitere Industrieländer haben bereits die Hälfte dieser Menge vorbestellt. Dabei haben die Länder gut vorgesorgt. Kanada hat sich, Nachbestellungen mit eingerechnet, die Optionen auf fast 9 Dosen pro Einwohner gesichert, gefolgt von den USA mit etwas mehr als 7. Die EU kommt auf knapp 5 Dosen, Indien auf knapp 2. Das Problem? Die Länder, die sich die Hälfte aller 2021 produzierten Impfstoffe bereits im Voraus gesichert haben, stellen gerade mal 13% der Weltbevölkerung. Im Klartext bedeutet das, für ärmere Länder wird auf absehbare Zeit nur wenig übrig bleiben. Nach Berechnungen der amerikanischen Duke University werden die meisten Menschen dieser Länder bis 2023 oder gar 2024 auf einen Wirkstoff warten müssen. Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann sieht das Auftreten der reichen Staaten in der Krise mit Skepsis. Erstens war es natürlich so, dass die Pharmafirmen auch Geld brauchten, Risikokapital, um diese Produktion hochzuziehen. Insofern ist es natürlich logisch, dass der Staat dann dafür auch Impfstoffe haben will. Aber natürlich muss man auch sagen, in aller Härte, dass es da einen gewissen Nationalismus gibt. Vor den gefährlichen Folgen eines Impfstoffnationalismus warnt die indische Ökonomin Jayati Ghosh. Genau deswegen nenne ich es Impfstoff-Apartheid. Denn es bedeutet, dass die reichen Länder dafür sorgen, dass sie als erste Zugriff auf Impfstoffe haben. Sie werden sich als erste von der Pandemie erholen, gesundheitlich und wirtschaftlich. Und die armen Länder, die sowieso schon unter verheerenden Gesundheitsbedingungen leiden, werden durch ein weiteres Jahr wirtschaftlicher Verwüstung und Krankheit gehen. Die drohende Unterversorgung des globalen Südens mit Impfstoffen ist dabei nicht allein ein ethisches Problem.
Dem Virus sind Grenzen egal. Daher ist die Idee, dass man die eigene Bevölkerung schützt und sich um den Rest der Welt nicht kümmert, natürlich egoistisch. Aber mehr als das, sie ist töricht. Sie funktioniert nicht. Der Impfstoff Nationalismus wird die Ungleichheit auf der Welt verschärfen. Dabei wirkt er gegen die Interessen der Industriestaaten selbst, warnt der Wirtschaftswissenschaftler Wolfgang Greiner. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es neben den medizinischen und den ethisch-moralischen Argumenten eben auch viele sehr gute ökonomische Argumente gibt, warum wir nicht alleine auf unseren Markt schauen sollten. Und man muss einfach sagen, dass der globalisierte Kapitalismus so ein Virus wie Corona überhaupt nicht gebrauchen kann. Weil es gibt globale Lieferketten. Die gesamte Wirtschaft basiert auch darauf, dass Menschen reisen können. Wenn unsere Handelspartner wirtschaftlich wegen der Pandemie am Boden liegen, sowohl was die Beschaffung angeht, also Rohstoffländer und Ähnliches, als auch diejenigen, wo wir unsere Fertigprodukte dann absetzen wollen, dann kann das nicht in unserem Interesse sein. Um der Unterversorgung ärmerer Staaten mit Impfstoffen entgegenzusteuern, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits im April ein Instrument geschaffen. COVAX. Das Ziel? Ein weltweit gleichmäßiger und fairer Zugang zu Covid-19-Impfstoffen. Die teilnehmenden Staaten zahlen in einen gemeinsamen Topf, aus dem die WHO günstig Impfstoffe einkauft. Reiche Staaten finanzieren dabei ärmere. Inzwischen haben wir das größte, dynamischste Portfolio von Impfstoffen in der ganzen Welt. Voraussichtlich werden Länder, die 90% der Weltbevölkerung stellen, kooperieren, um die bestmöglichen Preise, die größtmöglichen Mengen und das bestmögliche Timing für eine weltweite Einführung dieser Impfstoffe zu gewährleisten. Der Verteilungsplan der WHO sieht dabei zwei Phasen vor. In der ersten sollen die teilnehmenden Länder Impfstoffe erhalten, um ihr medizinisches Personal zu impfen und die gefährdetsten Personengruppen. In einer zweiten Phase sollen vor allem die Länder Impfstoffe erhalten, in denen die Situation am dringlichsten ist. Allerdings räumt auch die WHO ein, dass die COVAX-Initiative vor großen Herausforderungen steht. Zumal mit den USA und Russland, zwei der größten Staaten der Welt, nicht dabei sind. Die erste Herausforderung ist ganz simpel: Geld. Wir brauchen noch 5 Milliarden Dollar, um Impfstoffe zu kaufen, vor allem für Länder mit geringem Einkommen. Die zweite Herausforderung ist die zweite Welle der Seuche, die gerade vor allem die nördlichen Industrieländer überrollt. Entsprechend wird es immensen Druck auf deren Regierungen geben, die Impfstoffe erstmal selbst zu nutzen und die Zusagen für eine gerechte internationale Verteilung zurückzuziehen. Für die Politik könnte ein schwieriger Balanceakt bevorstehen. Wie so oft gibt es in der Politik unterschiedliche Rationalitäten. Auf der einen Seite gibt es die Rationalität, wie bekämpfen wir weltweit die Pandemie. Und dann gibt es die sehr individuelle, wo eben darauf geachtet wird, was wollen die Wähler von mir jetzt? Und da ist es natürlich so, dass die vermutlich schon in 2021 die Impfung haben wollen und sich die nicht noch länger mit anderen teilen. Immer mehr wird ein Grundproblem der COVAX-Initiative sichtbar. Ihr Gelingen hängt letztlich vom Goodwill der Geberstaaten ab. Und die können ihre Zusagen im Zweifelsfall auch wieder zurückziehen, wenn es innenpolitisch günstig erscheint. Bisher kann man nur sehen, dass da viele Absichtserklärungen abgegeben wurden. Und wenn es konkret wird, fehlt erstens das Geld und zweitens werden die Impfstoffe, die es gibt, in den westlichen Ländern gebunkert. Trotzdem ist es gut, dass es solche Initiativen gibt, weil langfristig werden sie natürlich dafür sorgen, dass der Impfstoff auch in die ärmeren Länder geht. Auch BioNTech ist derzeit mit COVAX im Gespräch. Trotzdem ist unklar, ob COVAX sein Ziel erreichen wird, bis Ende 2021 ärmeren Ländern über 1 Milliarde Impfstoffdosen zur Verfügung zu stellen. Denn die sind zum Großteil bereits an reichere Länder vergeben. COVAX hatte von Anfang an zwei Schwachstellen. Erstens, dass wichtige Länder nicht dabei sind. Zweitens, dass es den teilnehmenden Staaten nicht untersagt war, eigene Verträge mit den Impfstoffherstellern abzuschließen. Das widerspricht völlig der Grundidee von COVAX. Dabei gibt es Alternativen zu dem Modell des freiwilligen Gebens.
Am 15. Oktober wird bei der Welthandelsorganisation WTO in Genf ein Antrag von Indien und Südafrika verhandelt. Sein Ziel ist eine Ausnahmeregelung im sogenannten TRIPS-Abkommen. Darin werden grundsätzlich auch die Patente von Pharmafirmen geschützt. Allerdings gibt es Ausnahmeklauseln, etwa bei medizinischen Notlagen. Die Aussetzung des Patentschutzes bei HIV ermöglichte beispielsweise Millionen den Zugang zu günstigen Medikamenten. Wir haben gelernt aus der HIV-AIDS-Pandemie, dass, wenn es Patentrechte gibt, immer die Gefahr da ist, dass Menschen zu Hunderttausenden sterben, weil sie einfach nicht das Geld aufbringen können für die notwendigen Medikamente. Südafrika und Indien beantragen, das Patentrecht während der Corona-Pandemie außer Kraft zu setzen, damit ärmere Länder Impfstoffe kostengünstig herstellen können. Doch die Industriestaaten stimmen dagegen. Leider haben die multinationalen Pharmafirmen eine sehr starke Lobby in den USA. Sie haben großen Einfluss auf die Regierung. Aber auch in Europa ist die Pharmalobby sehr mächtig und einflussreich. Patente sichern Pharmafirmen hohe Gewinne und Kontrolle über die Preise. Dabei profitieren Unternehmen in der Impfstoffforschung von Subventionen in Milliardenhöhe. Das Patentrecht ist ja ein sogenanntes Schutzrecht für Unternehmen, um eben Innovationen zu schützen und so weiter. Faktisch ist es aber so, dass ein Großteil der Mittel, die zu der Entwicklung des Impfstoffes beigetragen haben, aus öffentlichen Kassen kommen. Rechtlich gäbe es noch andere Wege. Wie eine Zwangslizenz, bei der Patente auch gegen den Willen des Patentinhabers genutzt werden können. Oder einen offenen Patentpool für Corona-Impfstoffe und Medikamente. Beides findet derzeit wenig Unterstützung. Auch Unternehmer Ugo Shahin von BioNTech will von mehr staatlicher Einflussnahme nichts wissen. Es ist so, dass ein Arzneimittelunternehmen nichts anderes ist als eine Organisation, die sich professionell damit beschäftigt, sichere Arzneimittel zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert nur dann, wenn die Unternehmen irgendwann auch in der Lage sind, Erlöse zu generieren, die dann wieder reinvestiert werden können, um neue Forschungsprojekte und neue Arzneimittel zu entwickeln. Für einen Einsatz in ärmeren, südlichen Ländern kommt BioNTechs Impfstoff allerdings ohnehin nicht in Frage. Der BioNTech-Ansatz ist extrem intelligent, aber er ist eben auch extrem kompliziert. Arme Länder haben keine Infrastruktur, um komplizierte Medikamente zu lagern und zu transportieren. Das heißt, man braucht einfach sehr robuste Impfstoffe, die bei Hitze auch noch funktionieren. Hilfe für ärmere Länder könnte interessanterweise genau aus dem Land kommen, in dem die Pandemie vor einem Jahr begonnen hat. China. Firmen wie Sinovac fehlt zwar noch der Abschluss der klinischen Studien, aber sie haben Impfstoffe entwickelt, die einfach zu lagern sind. Die Chinesen forschen an Impfstoffen, die für den globalen Süden geeignet sind, weil sie keine Kühlketten brauchen. Und die Chinesen sind ja schon damit beschäftigt, so eine Art Seidenstraße der Gesundheit aufzubauen. Vor allem in Afrika, aber auch in Lateinamerika und im Nahen Osten sind chinesische Firmen und Politiker seit Monaten aktiv. Da werden auch schon Kreditverträge ausgehandelt, so nach dem Motto, wir geben euch eine Milliarde und dann könnt ihr mit dieser Milliarde unseren chinesischen Impfstoff kaufen. Das ist natürlich auch eine Perspektive, gar nicht so angenehm für den Westen, dass es mittelfristig zu so einer Art Impfstoffdiplomatie weltweit kommen wird. Und die chinesischen Impfstoffangebote werden angenommen. Ende Dezember kommen in Marokko und Ägypten die ersten Lieferungen des mittlerweile in China zugelassenen Impfstoffs Sinopharm an. Ein Geschenk der Vereinigten Arabischen Emirate. Im kommenden Jahr wird die Welt vor der Herausforderung stehen, möglichst viele Menschen möglichst schnell mit Impfstoff versorgen zu müssen. Die Frage, wer darf zuerst? Wird dabei sicherlich oft gestellt werden. Was nicht passieren wird, ist, dass die Industrieländer sich selber impfen und dann sagen, ach, ist uns doch egal, jetzt hören wir auf.
Es geht nur um die Reihenfolge. Also es geht sozusagen nur um Monate, wann der Impfstoff wo ankommt. Das ist natürlich in gewisser Weise tragisch, dass man genau weiß, dass am wenigsten Menschen sterben würden, wenn man den Impfstoff sofort global verteilen würde. Die Verteilung von Impfstoff ist eine epidemiologische Frage, aber auch eine ethische. Die Vorstellung, dass die reichen Länder zum Teil ein Jahr früher ihre Bevölkerung impfen können als arme Länder, das verletzt natürlich Prinzipien globaler Solidarität und Gerechtigkeit. Und deswegen finde ich es sehr richtig, dass Deutschland und Europa sich an Initiativen beteiligen, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass die Impfung in der ganzen Welt so rasch wie möglich verteilt wird. So zynisch das ist, dadurch, dass das Virus für uns eine Bedrohung ist, haben die ärmeren Länder tatsächlich einen Hebel, um zu erreichen, dass der Norden solidarisch ist. Bis Ende 2021 wird sehr wahrscheinlich eine ganze Reihe weiterer Impfstoffe zur Verfügung stehen. Werden wir mit Ihrer Hilfe die Pandemie im Griff haben? Oder sie immer noch uns? Ja, es wäre natürlich sehr schön, wenn wir wieder ein bisschen mehr aktiv im Alltagsleben rausgehen könnten, wieder Veranstaltungen stattfinden können, wenn wieder mehr Menschen zusammenkommen können, gerade auch Familien. Und in gewisser Weise diese Angst vor dem nicht greifbaren Virus ein bisschen verschwinden würde wieder. Und ich hoffe, dass es ein effektiver Impfstoff ist, damit wir alle zurück zum normalen Leben kehren können. Auf jeden Fall wird uns der Impfstoff helfen. Er wird helfen, Antikörper zu schaffen und auch die Angst wird sich beruhigen. Ich glaube, dass sich die Dinge bis Mitte des Jahres wieder normalisieren. Wobei die wirtschaftlichen Auswirkungen sind krass. Also normal vielleicht in 2 Jahren. Das Ende der Pandemie? Ehrlich gesagt glaube ich, das wird nie sein. Ich glaube nicht, dass die Covid-Pandemie bald enden wird. Wenn man sich die verschiedenen Typen von Coronaviren anschaut, die sind seit 40 Jahren da. Ein Impfstoff wird die nicht beseitigen. Es ist wahrscheinlich wie mit der Grippe. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen. In einem Jahr wird die Pandemie völlig anders aussehen. Es wird immer noch eine neue Normalität sein. Das Virus wird immer noch da sein. Aber wir werden wieder mehr soziale und wirtschaftliche Aktivität haben. Dafür müssen aber alle ihre Aufgabe erfüllen. Und die größte Hürde sind politische Entscheidungen darüber, ob wir die dafür nötigen Schritte finanzieren oder nicht. Es ist völlig klar, dass wir dieses Problem nur lösen können, wenn wir global kooperieren. Heute ist es das Coronavirus. Morgen wird es etwas anderes sein, ein anderes Virus, aber vielleicht auch eine ganz andere gesundheitliche Bedrohung, an die wir heute noch gar nicht denken. Die Wissenschaft hat in Rekordzeit Impfstoffe entwickelt. Jetzt liegt es an der Politik und an uns allen, klug und weitsichtig, damit umzugehen.